Hallo YouTube. Hallo Welt. Hallo Sandra. Ja, ihr sollt Bomben entschärfen, na toll. Genau, da sind wir wieder. Die Bombenentschärfer. Oh je. Voll in unserem Element, das machen wir gerne. Ja klar. Wo sind denn hier Bomben? Boah. Ich sehe keine Bombe. Überall versteckt. Richie. Ja. Ich krieg das angezeigt, aber wenn ich dann da hinkomme, ist es weg. Ich fahr mal den Trecker hier weg. Ach so. Kommst du ran? Oh ja. Okay. Einen haben wir. Nächste. Ist noch eine Bombe hier? Oh, hier sind überall noch Bomben, ja. Hast du einen? Ich habe eine, ja. Okay. Die Klappe. Ach, seid ruhig, genau. Eben. Oh. Ich bin tot? Wieso bist du denn tot? Ah, eine Bombe ist explodiert. Da liege ich. Richie. Ja. 2 von 4 haben wir erst. Oh, cool. Wo sind die anderen? Oben wird mir was angezeigt. Du bist frei. Ich hab eine. Du hast mir den Arsch gerettet. 30 Sekunden noch. Ach, das meinen die nur so. Da hinten. Sieht nicht gut aus, Sir Rush. Okay, ich hab sie. Ich hab sie. Hey, hallo, Ma'am. Noch eine. Weg, 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 geh aus der Tür. Oh nein. Ich dachte nicht, dass das einer von uns wäre. Mir geht's gar nicht gut. Dann mach du die Bombe, ich rette ihn. Oh nein, hier unten ist was anderes. Da solltest du gucken, wie das geht. Oh, ist aber genug Zeit. Na, 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 na. Das macht Spaß. Genug Zeit, keine Panik. Also das war richtig. Falsch. Richtig. So. Ah. So, und was jetzt? Haben wir sie? Was müssen wir noch machen? Wieder raus. Noch 3 Sachen irgendwie. Schließ die Schlösser an den Ketten auf. Nicht die Leute erschießen. Was für Ketten? Da sind so Schlösser an den Ketten. Oh nein! Keine Unschuldigen, Richie. Ich dachte, das wäre das Schloss. Meine Grafik. Ach, hier brauche ich eine Karte. Wo ist denn hier ein Schloss? Die Schloss. Die Schlösser sind die gelben Dinger. Einen habe ich. Die einzige Währung, die in dieser Welt etwas wert ist, ist. Hast du welche? Ich habe eins. Das war's. Mein
glaube ich. Genau, was wir sagen. Oder Rush wird sterben. Komm rein zu uns, Häschen. Gib mir deine Karte, dann komme ich rein. Oder hat sie es jetzt aufgemacht? Ich bin hinüber. Lass deine Waffen draußen. Du wie hinüber? Ich wurde erschossen. Oh je. Auf einmal waren so viele da. Danke. Da Geiseln oder nicht? Das ist Geiseln. Ah. So eine ganze Horde war da. Okay. Was? Ich muss Waffen da reinlegen? Och. Ja. Ohne Waffe sollen wir rein. Scheinbar. Und dann mit diesen Zickchen da aufnehmen. Verschwinde hier! Ach, die sind ganz nett. Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Oh. Entspann dich. Bleib doch noch. Und wenn ich es nicht mache? Wäre ich dann erschossen? Ich weiß nicht. Komm schon. Du warst bis jetzt so gut. Ich weiß ja nicht, was sie mit uns vorhaben. Ach, sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Scheiße. Oh, fuck! Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt. Au! Hey, Safe Word! Safe Word! Marmelade, Marmelade! Schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Und immer! Nur weil du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft! Für niemand! Ey! Ich bin Bluter, lass das! Was ist jetzt kaputt? Oh, Scheiße! Zur Hölle! Wir haben die Macht! Trotzdem aus dem Fenster. Moment mal. Hätte man Rush retten können? Rusty? Wie Unterbrechung? Ende. Nochmal von vorne jetzt. Nein. Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle? Ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Er wird nicht wie er. Spricht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Klar, Mann. Okay, Scheidungskinder.
mal undercover. Hätten Zimmern Rast retten können? Nicht, dass ich wüsste. Gut sein. Du hast es gesehen, oder? Wie die einen auf Halt gemacht hat? Alles war normal, bis sie nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Oh nein. New Eden, gehen Sie jetzt? Oh je. Wir bringen alle in Gefahr. Kakerlake. Käfer. Nee. Ich glaube nicht, dass man ihn hätte retten können. Ich glaube, dass der wurde getötet. Auch wenn man nicht die Handschellen... Was wäre denn passiert, wenn ich die Handschellen dichte? Das... Wäre das Spiel nicht weitergegangen, ich oder? Ich glaube ja, genau. Bist du dieser Handschellen? Ja. Rush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen. Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Ja. Haben wir Bockmist gebaut? Nachgedacht. Hoffentlich kannst du es mit den Highwaymen aufnehmen. Rushs Tod hat uns alle schwer getroffen. Aber wir dürfen nicht aufgeben. So sehr ich die Idee auch gehasst habe, mit Joseph zu verhandeln, muss ich doch zugeben, durch die Angriffe von New Eden haben wir eine Chance, die Highwaymen zu überrumpeln. Hast du nicht so einen verrückten kleinen Scheißer namens Irvin kennengelernt? Wenn er den Zwillingen so nahe steht, wie er behauptet, ist er vielleicht unser Ticket da rein. Irwin. Der an der Grube. An der Grube? Wo wir kämpfen waren? Genau. Triff mich beim alten Gefängnis. Ich hab da was klargemacht, was du sicher nicht verpassen willst. Okay. Moment jetzt mal. Die mutale Probleme wäre aber das Nächste. Ich würde sagen, dass wir da auf dem Weg dann dorthin das machen. Aber ich glaube auch erst im nächsten Part. Ein bisschen könnten wir noch. Okay, dann suchen wir ein Auto. Ja, so die Richtung darunter. Kannst du irgendwas verbessern hier? Wir haben Ethanol ein bisschen bekommen. Nein, ich habe zu wenig Ethanol. Die Krankenstationen oder so? Ich glaube, ich habe nur 100 und die 110. Wo ist die Krankenstation? Hier bei den Waffen ist die. Nein,
Ich habe 228 und brauche 700. Oh, schade, ich kann dir nichts geben. Ich habe... Oh, ich habe ein bisschen Ethanol. Alles braucht 700. Aha. Okay. Dann Ausgang. Die Richtung. Aber wiederum, ich muss ein bisschen... Sorry. Ich muss nochmal rein. Munition kaufen. Ach so. Ich hab nicht so viel Munition mehr. Hey, man. Ja. Hey. Wo kann man kaufen? Oh, vielleicht hier bei den Waffen. Ich guck auch gerade. Ich kann nichts... Ich will nichts verbessern. Ach so, ja. Segelblattwerfer, der Segel... Ach, den V.2. Ich finde den ja gut. Schön leise. Soll ich den mal nehmen? Statt Pfeil und Bogen. Okay. Munition voll. Gut. Bist du bereit? Ja. Yep. Komm raus. Du hast genug Munition? Ja. So viel ich tragen kann eben. Ein Teammitglied? Ja, du. So, Auto. Mal wieder. Sollte bald schlafen. Hab morgen so viel Scheiß zu erledigen. Metallrahmen-Buggy. Das wäre doch was. Mal was. Ja. Ah, oh, da. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, das Panzerschwein ist auch ganz gut, wenn du das schon nehmen kannst. Panzerschwein? Aber ich glaube... Blattregeln, Mörderrad. Ich habe das geschenkte Pferd. Habe ich schon. Das Panzerschwein. Ich habe was anderes uns gebaut jetzt. Tschi, mal da. Moment. Hier, das Panzerschwein. Ach so, da gibt es einige gute. Okay, ich guck mal da. Hey. Du schießen, ich fahren. Keine Ahnung. Oha, das traust du mir zu? Ja. So. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg dorthin. Die Mutter alle Probleme wollen wir retten. Na gut. Ich komme mit. Ich bin drauf. Vorsicht, Hirsch. Was ist jetzt kaputt? Irgendwer hat geschrien, ich bin aber noch drauf. Wenn ich runterfalle, sage ich Bescheid. Ja, ich habe geschrien, aber ich wollte doch nur hinten. Ich bin in Rage oder so jetzt. Ach so. Ah, Eden. Wanderer. Kurve. Das lässt sich besser fahren, in der Kurve. Nicht schon wieder die, da waren wir doch erst. Da sprudelt nur wieder auf. Genau, da sprudelt Punkte. Long, long way. Oh ja, das ist ja ein Stück.
du machst das da hinten, ne? Ja, ja, ich schieß alles ab. Aber aufpassen, keine Unschuldigen. Ja, ja. Nur das ganze weiße Gesöcks. Nein, das war er aber nicht. Der sah aber weiß aus, mein Monitor, meine Grafik. Mich? Irgendwas gesehen, was sich bewegt. Ja, ich pass auf. Hoppla. Da, was Weißes. Stinkt hier. Ja, ja, ja. Ja. Wow, cool. Oh. Okay, ich komme hier rein. Weiter geht's. Ich hab... Wo müssen wir denn jetzt entlang? Der zeigt mir das gar nicht mal an. Falsche Richtung. Oh nein! Oh, oh, oh. Gut gemacht. Moment. Ah nein, fahr ruhig weiter. Jawohl! Ja, die rennt genau da rein. Ja, warum? Lebensmüde. Ja. Aber ich denke, wir müssen den Parkplatz nochmal beenden hier. Boah. Ja, können wir machen. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Weiter.